es ist die reine Pest. Verwandte überall, da kommt's bestimmt zum großen Knall. Und wegen CO2 ist mit dem Schnee vorbei. Doch nach 5 Jägermeistern ist es einerlei. Immer im Dezember, da geht es wieder los. Da kauft man die Geschenke, das kostet ganz viel Moos. Die Kinder backen Plätzchen, Mama putzt hinterher. Und Papa liegt betrunken vor dem Fernseher. Die billigsten Pralinen, die packt man lieblos ein. Und bringt sie dann zur Oma in ihr dunkles Altersheim. Ja, ja, das Weihnachtsfest, das ist so Psychotest. Die Gans ist angebrannt, die Gäste sind total verspannt. Oh, jeder Baum, der brennt, und Tante Gerda flennt. Und Onkel Werner kotzt sich Rotkohl auf sein Hemd. Um 5 geht's in die Kirche, da macht man sich dann fein und schmeißt am Ende D-Mark in den Klingelbeutel rein. Der Papa, der kommt später, der steht halt noch im Stau. Er war noch bei den Kindern von seiner ersten Frau. Die Kinder singen Lieder, weil man sie dazu zwingt. Dann fragen sie, warum der Weihnachtsmann nach Wodka stinkt. Wenn man beim Weihnachtsfest die Hemmung fallen lässt, dann kann man richtig nett mal mit der Schwägerin ins Bett. Die Kinder trinken Bier und es merkt niemand hier, denn im Fernsehen läuft Stirb langsam 3 und 4.